Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Wasserstoffstrategie gehen. In einem Video, das war unser zweites Video zur Energieforschung mit dem Titel Reallabore der Energiewende, habe ich schon mal erwähnt, dass die Bundesregierung im Moment vor allem Energieforschung rund um Wasserstoff fördert. Also rund um Brennstoffzellen, rund um die Umwandlung von Strom zu Wasserstoff, Power to Gas und so weiter. Am Ende dieses Videos hatte ich dann auch erwähnt, dass noch Ende 2019 eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen werden sollte. Jetzt kommt dieses Video Anfang 2020 raus und ich kann schon mal spoilern, das ist nicht passiert. Es gibt noch keine nationale Wasserstoffstrategie. Aber was ist passiert? Wie wohl verschiedene Presseorgane berichtet haben, hat das Bundeswirtschaftsministerium Ende letzten Jahres einen Entwurf für so eine Wasserstoffstrategie vorgestellt. Wurde dann aber relativ schnell vom Bundeskanzleramt zurückgepfiffen, dass dieser Entwurf viel zu allgemein, viel zu unkonkret sei und deswegen Nachbesserungen gefordert wurden. Jetzt muss man auch noch bedenken, wenn es um Energie in Deutschland geht, sind politisch gesehen mehrere Ministerien natürlich angesprochen und interessiert. Allein schon mal das Wirtschaftsministerium, weil es auch das Energieministerium ist. Andererseits zum Beispiel das Verkehrsministerium, das Forschungsministerium, explizit auch in diesem Fall. Die sind alle drei unionsgeführt. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Umweltministerium, welches ja SPD geführt ist. Also da gibt es schon mal so ein bisschen diametrale Interessen. Und dann gibt es ja aber auch noch das Bundeskanzleramt, auch unionsgeführt, was ja gesagt hat, oh, euer Entwurf, der war schon mal nicht so besonders konkret. Und gleichzeitig gab es auch noch gar nicht so viel Austausch zwischen diesen Ministerien, sodass wir noch gar nicht mal so weit sind und der ganze Prozess rund um so eine Wasserstoffstrategie wohl noch eine ganze Weile brauchen wird. Gleichzeitig gibt es deswegen natürlich auch noch keinen Referentenentwurf für ein Gesetz rund um eine Wasserstoffstrategie. Also stehen wir im Moment noch relativ am Anfang. Aber woran hakt es denn eigentlich? Es gibt hier durchaus komplett diametrale Interessen, die eben schlussendlich zu einem Kompromiss geführt werden müssten. Ja, das so funktioniert ja Politik, man findet Kompromisse. Und was sind diese unterschiedlichen Interessen? Ne? Einerseits haben wir den grünen Wasserstoff. Grüner Wasserstoff wird schlussendlich durch Wasserelektrolyse aus Wasser und erneuerbarem Strom hergestellt. Das habe ich schon mal in einem anderen Video, würde ich meinen, auch erklärt. Das funktioniert kurz gesagt so: Wir nehmen Wasser, da halten wir richtig starken Strom rein, da ist dann bestmöglich kein Mensch drin. Und durch den Strom wird praktisch das Wasser chemisch aufgelöst in Wasserstoff und Sauerstoff. Ne? H2O geht zu H und zu O. Das ist Wasserelektrolyse, dadurch haben wir Wasserstoff, der in diesem Fall eben durch erneuerbaren Strom hergestellt werden kann und dementsprechend auch grüner Wasserstoff ist. Der ist erneuerbar hergestellt, der ist also im Sinne der Energiewende richtig toll. Auf der anderen Seite haben wir den sogenannten blauen Wasserstoff. Blauer Wasserstoff klingt jetzt erstmal ganz nett, blau ist eine schöne Farbe, aber wo kommt der her? Der entsteht aus fossilem Erdgas, nämlich durch Kohlenstoffabscheidung. Auch das ist ein chemischer Prozess. Das Erdgas ist chemisch gesehen schlussendlich, ich würde meinen, CH4. Das heißt also Kohlenstoff- und Wasserstoffmolekül. Und durch die Abscheidung des Kohlenstoffs haben wir dann Wasserstoff übrig. Und das ist der blaue Wasserstoff. Der entsteht aus fossilem Erdgas. Die Bezeichnung blauer Wasserstoff jetzt so richtig ist und das vielleicht nicht lieber brauner Wasserstoff heißen sollte, ist dann also nochmal eine ganz andere Frage. Aber auf jeden Fall ist blauer Wasserstoff so eines der großen Trendthemen aktuell. Kann natürlich auch in Masse importiert werden, weil schlussendlich die Nationen, die Unternehmen, die Erdgas exportieren, genauso gut das Ganze auch zu Wasserstoff umwandeln könnten und den dann eben auch hierher exportieren könnten. Und dann klingt das so gut, weil es ist Wasserstoff. Wow. Naja, das ist also politisch nochmal eine ganz interessante Sache, grünen und blauen Wasserstoff zu unterscheiden, dann gleichzeitig noch andere Interessen damit reinzunehmen, weil unter anderem, wenn wir grünen Wasserstoff haben wollen, dann müssen wir auch die Kapazitäten von erneuerbaren Energien deutlich weiter ausbauen, weil nur dann können wir auch selbst das Ganze entsprechend herstellen. Oder wollen wir es halt wirklich importieren? Ja, der blaue Wasserstoff aus den Erdgasnationen, nicht so sehr das Problem, den zu importieren. Grüner Wasserstoff, naja, da könnte zum Beispiel Afrika ganz interessant sein, weil es dort natürlich Solarkapazitäten geben könnte, die so dermaßen groß sein könnten, dass man eben auch richtig viel, richtig günstig grünen Wasserstoff herstellen könnte. Also das sind so verschiedene Sachen, die da auch gerade diskutiert werden.
Andererseits dann eben auch so die Frage nach Marktanreizen. Warum soll die Wirtschaft, die Industrie eben explizit diesen Wasserstoff nutzen und zum Beispiel den grünen Wasserstoff nutzen? Also da muss auch ein richtiges Marktanreizprogramm rund um den Wasserstoff geschaffen werden, weil Wasserstoff ist durchaus relevant. Gar nicht mal so sehr im Sinne des PKWs, weil dort die pure Batterie, als pure Elektroauto-Antrieb mit nur der Batterie und nicht mit der Brennstoffzelle deutlich effizienter ist, einfach weil der Wirkungsgrad der Umwandlung von Strom zu Wasserstoff natürlich nicht 100% ist und deswegen dort Energie, nutzbare Energie verloren geht. Deswegen ist der reine Batterieantrieb der bessere Elektroantrieb als der wasserstoffgetriebene Brennstoffzellenantrieb. Muss man einfach so sagen, die Wirkungsgrad ist einfach deutlich besser. Aber rund um zum Beispiel Schwerlastverkehr, rund um den Lkw-Antrieb, rund um zum Beispiel auch Schiffe, in Zukunft vielleicht auch Flugzeuge, aber vor allem rund um den nicht elektrifizierten Bahnverkehr ist Wasserstoff durchaus absolut relevant und vielleicht sogar das Beste, was wir haben könnten. Wir müssen bedenken, dass wir in Deutschland über 50% der Bahngleise nicht elektrifiziert haben. Dort können aktuell also ausschließlich diesel betriebene Züge fahren und so ein paar prototypische Wasserstoffzüge. Ein paar Ansätze, zum Beispiel über einen Alstom-Zug, gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und das wird ausgetestet und da sind wohl auch schon einige Züge jetzt bestellt worden, die also auch in den Regelverkehr dann übergehen sollen. Aber genau da brauchen wir eben eine Lösung, weil da gibt es keine Stromleitung, da kann kein ICE fahren, da kann kein stromgeführter Regionalzug fahren. Da muss eben im Zweifel eine andere Lösung her und statt Diesel könnte man dort Wasserstoff ansetzen. Also es gibt so verschiedenste Interessen, die es hier gibt. Es gibt auch verschiedene Ansätze, wo es ganz wichtig ist. Auch verschiedene Industrieprozesse, Chemieprozesse könnten durch Wasserstoff, zum Beispiel wenn das wärmegeführte Prozesse sind, super ja, unterstützt werden. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass wir so eine Wasserstoffstrategie jetzt endlich mal bekommen. Aber diese verschiedenen Interessen müssen dort eben rein. Ich habe aber versucht, das euch jetzt so ein bisschen transparent zu machen, worum es da eigentlich geht und was aktuell so die Streitpunkte sind. Aktuell heißt es, dass eine Wasserstoffstrategie so im Frühjahr 2020 beschlossen werden soll. Das müssen wir immer bedenken. Frühjahr fängt im März an und geht bis zum Juni. Das heißt, im Zweifel warten wir jetzt mal noch knapp ein halbes Jahr, bevor es da wirklich was passiert. Ich hoffe, das passiert schneller. Was ist eure Meinung zu Wasserstoff? Was sind so eure Erfahrungen, zum Beispiel auch rund um Brennstoffzellen? Da schreibt das mal ruhig in die Kommentare. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Schreibt die auch ruhig in die Kommentare. Ansonsten liked bitte das Video und abonniert den Kanal. Und hier werde ich euch das vorhin angesprochene Video rund um Energieforschung, die Reallabore der Energiewende mal verlinken. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.